Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu Factorio. In der letzten Folge haben wir hier unsere Eisenschmelze ein bisschen umgebaut. Und ja, sieht ja doch halbwegs vernünftig aus, würde ich behaupten. Vielleicht sollte ich das hier mal direkt hier hochleiten. Probieren wir es doch mal, was dabei herauskommt. Ja doch, sieht deutlich besser aus. Weil auf der Seite kommt ja irgendwie mehr raus. Ich weiß auch nicht warum, aber hey. Es ist nun mal so. Das Rückstauen des Eisens hat auch Wunder bewirkt. Aber nur kurzfristig. So, dann müssten wir mal langsam überprüfen, ob das Eisen jetzt auch wirklich da ankommt, wo es ankommen soll. Ansonsten brauchen wir dringendst... Naja, hier reicht es schon mal nicht. Das ist schade. Okay, mal, hier staut es sich. Hier staut es sich. Auf dieser Linie war es schon mal ein voller Erfolg. Jetzt haben wir überall Eisen. Und dann könnte man noch eine Kleinigkeit erforschen. Inventar Abfalllösung 2. Kann man ja auch immer gebrauchen. Genau, jetzt haben wir überall Eisen. So, jetzt ist Kupfer das nächste Problem, Kind. Ich will mal sagen, darum kümmern wir uns auch gleich mal. So, denn wir sehen ja direkt, dass nicht wirklich alle Öfen voll funktionstüchtig sind. Also hängen wir schon mal hier die Kohle ab. Naja, du kannst hier auch mal weg. Du sowieso. 525 Kupfer haben wir hier noch. Nun gut, dann wird das hier entfernt. Dann die Ärmchen hier und die Ärmchen da. Denn auch da steigen wir jetzt bald langsam auf eine Elektrolösung um. Na komm, euch lassen wir jetzt noch alles rauslegen, was ihr bei euch habt. Natürlich ist es jetzt uncool, dass wir jetzt hier keinen Strom mehr haben. Oh, Forschung ist durch. Laser geschützt um Feuerrate. Why not? Gönnt euch. So. Strom. Wäre ja tragisch, wenn es dir nicht mehr weitergehen würde. Aber guck mal, hier kann ich anschließen. Sieht zwar extrem merkwürdig aus, aber hey. Nur Moment, du hast hier auch keinen Strom mehr. Das ist jetzt mal nicht so toll, also weg mit euch. Weg mit dir, weg mit dir. Dann reißen wir das alles noch direkt mal weg. Von mir aus auch das gelbe Band hier. Na komm, einfach mal alles weg. Gut. Kupfer. Möchte ich das ganze Zeug direkt hier unten haben? Wobei, wenn wir hier angefangen haben, ist es hier auch in Ordnung. Passt schon. Das ganze Holz muss natürlich sowieso erstmal weg. Aufpassen, dass man nicht aus Versehen irgendwas Lebenswichtiges abreißt. Das geht ja schneller, als man denkt. Gut. Und dann können wir hier schon mal sowas platzieren.
sollte deutlich besser laufen. So, natürlich schließen wir euch hier mal an. Und euch hier irgendwie. So, jetzt haben wir wieder Strom. Gut. Ach, weißt du was? Bis du das ganze Zeug hier platziert hast. Aber blaue Ärmchen bräuchte ich wieder eine ganze Menge. Ja, das habe ich nicht einkalkuliert. Sind wir hier eigentlich im Anlieferungsbereich? Nein, hier. Ich muss ja auch noch versorgt werden. Mit anderen Gerätschaften. Wie zum Beispiel Eisen und Kupfer. Moment, kann ich mal irgendwo gucken, wie viel Eisen wir im System haben? 10.000. Das reicht ja eine lange Zeit vor. Also zumindest in den gelben Kisten. Da kann ein bisschen Kohle weg. Ja, von mir aus die ganze Kohle, das ganze Holzzeugs. Braucht ja auch keiner. Die Eisenstange muss weg. Ein gelbes Fließband braucht auch keiner. Gut. Und ich wurde noch nicht wirklich beliefert. Vielleicht wird es mal wirklich an der Zeit, so eine Exklusivproduktion für blaue, lila, rote eventuell, grüne und weiße Stapelgreifarme anzulegen. Wäre vielleicht nützlich. Die Betonung liegt dabei auf vielleicht. Mhm. Komm, 5 weitere Ärmchen können platziert werden. Reicht natürlich vorne und hinten nicht. Oh, guck mal, ich kann wieder Ärmchen bauen. Eieieiei. Was fehlt denn noch? 9 blaue Ärmchen fehlen noch. Nun gut, dann können wir uns mal hier den Anschluss überlegen. Den würde ich mal ein bisschen mittiger setzen jetzt. So, hier rein. Und du gehst mal hier hoch. Und dann wirst du schon mal angeschlossen. Sehr gut. So, blaue Ärmchen müssten jetzt ausreichend vorhanden sein. Und Kupfer muss ich dann hier und hier anschließen. Alles klar. Moment. Dann gehst du mal hier rein und du ganz klassisch hier runter. Weil hier ist ja unsere Kupferbufferbox. Wunderbar. Damit dürften wir eigentlich optimalere Ergebnisse erzielen. Guck mal, hier staut sich alles wieder hoch. Die Eisenkiste staut sich soweit voll. Nur mit Stahl haben wir massive Probleme, weil hier einfach kein Eisen ankommt. Forschung ist durch. Automatische Inventarabfalllogistikplätze. Hört sich interessant an. Nehmen wir. Gut. So, wo haben wir eigentlich Eisen? Könnten wir hier noch was abgreifen? Oder hier? Na gut, ich würde mal sagen, wir nehmen uns erstmal dieses Feld hier vor. Das müssen wir erstmal von Unkraut befreien, aber das sollte soweit gehen. Müsste machbar sein. Bim, 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 bim. Und nicht vom Zug überfahren lassen. Sehr gut.
Dann machen wir auch mal dich soweit frei. Weil dich würde ich dann gerne auch mitnehmen. Dann haben wir hier ein riesiges Feld, was befreit werden muss. Ach, guck mal, da helfen sogar die Gerätschaften von da oben mit. Ich meine natürlich die Drohnen. Das sollte dementsprechend ratzfatz gehen. Moment, ich lasse das mal hier direkt irgendwo abtransportieren. Ich hoffe mal, ich komme hier irgendwo in den Logistikbereich. So, na kommt. Befreit mich mal von dem ganzen Holz. Von den ganzen Steinen ebenfalls. Und es wird sichtbar weniger. Gut. Na komm, das reicht vorerst. Dann kommt ihr mal wieder an Bord. Genau, ladet euch erstmal alle auf. Und dann geht's darüber. Na komm, hier erstmal überall durch. Und die Forschung ist durch. Militär 4. Bessere Schrotpatronen benötige ich momentan nicht. Geschützturmschaden. Jo. Da wir noch Geschütztürme nutzen, ist es relativ sinnvoll. Na gut, dann macht mal hinne. Bin ich überall im Bereich drin? So, das passt soweit. Macht ihr mal hier frei. Und hier frei. Gut, dann brauche ich... wo sind die Dinger? Hier. Meine alten, guten Erzförderer. Ich glaube, es gibt mittlerweile jede Menge Orte, wo ich die wieder abreißen kann. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Aus dem einfachen Grund, damit ich dieses Feld hier optimal nutzen kann. Denn wir brauchen ja massiv viel Eisen. Oh Moment, so weit runter wollte ich ja nicht gehen. Ein Abstand genügt mir vollkommen. Gut, ich habe keine mehr. So, dann gucken wir mal kurz unsere ganzen Minen hier in der Gegend durch. Ob da wieder was frei geworden ist. Alternativ könnte ich mir noch mal 20 liefern lassen. Moment, hier bin ich ja falsch. Ah, passt. Elektrische Erzförderer. Wunderbar. Genau, die kannst du mir mal liefern lassen. Und ich guck mal, ob ich was abreißen kann. Automatischer Abfall, Rohholz. Du bist leer. Leer, 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 leer. Moment mal, reißen wir das Ding einfach mal ab. Sonst noch irgendwo was Leeres. Du bist leer. Du bist leer und du bist leer. Aber ich habe schon wieder über 50 Stück, von daher kein Problem. Haben wir das Ding hier wieder raus. Und gehen da wieder rüber. So schnell kann es gehen. Moment, gib mir mal hier eine weitere Tür. Eine habe ich noch. Ich brauche ja eh deutlich mehr Türen. So. Dann passt du schon mal und dann geht's hier wieder zurück. Yay, weiter mit dem Geschützturmschaden. Wunderbar. Und das passt dann soweit. Gut, dann machen wir hier mal den Bahnhof hin. Also noch ein bisschen Holz weg.
Ich muss weiter oben ansetzen. Gut, brauche ich hier unten einen Servicezug? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musst du von hier aus... Moment. Auch wieder hier rauf. Ich glaube, den Servicezug werden wir uns mal vorerst sparen. Moment, das ganze Holz hier weg. Dann kann ich das hier schon mal alles einmauern. Sicher ist ja sicher. Den Servicezug spare ich mir hier ganz einfach, da wir oben das Öl haben. Und wenn wir hier unten eine Verbindung zu diesem... Wo ist denn das Teil? Zu dem hier schaffen, dann brauchen wir das oben, also einen zweiten Servicezug hier nicht. Spart schon mal Zeit und ist auch gut. So. Ich habe genug Mauern dabei. Was ich bräuchte, wie ein Tore. Na komm, da gehen ein paar. Wunderbar. Na komm, noch eins. Damit es nach irgendwas aussieht. Seid ihr nicht verbunden oder was? Das finde ich jetzt aber schade. Moment. Ah, jetzt. Gut. Hier geht's weiter. Dann geht's hier mal hoch. Und die Basis ist soweit abgesichert. Oh, guck mal, ich habe hier 50 Geschütztürme. Das freut mich. Einfach rundherum, damit wir uns minimal sicher fühlen. Gut, dann können wir von da aus auch den Strom abzwacken. Oh, da oben ist das kaputt gegangen. Muss ich da jetzt hin oder kriegt ihr das alleine hin? Oder muss ich da in die andere Richtung? Ist eigentlich irrelevant. So. Ja doch, ist klüger über die Seite zu gehen. Da fehlt was. Dann geht's mal schnell hier rein. Und genauso schnell hier hin. Und ich habe keine roten Bänder mehr. Juhu. Das ging ja flott. Weißt du was? Wir bestromen hier erst einmal die ganzen Lasertürme. Sind wir eh viel näher mit dem Strom dran und kommen da auch viel leichter ran. Moment. So. Und so. Gut. Und ihr seid allesamt online. Gut. Nur noch die untere Reihen hier. Aber ohne Bänder kann ich jetzt hier nicht mehr weitermachen. Von daher muss ich mal kurz zurück zur Base. Moment, du kommst hier rein. Und hier wieder raus. Moment, was wir uns definitiv gönnen können, ist ein Roboterhangar. Wie gesagt, ich möchte den da mit dem oberen verbinden.
Strom müsstest du auch schon haben. Dann gönne ich dir hier nochmal, keine Ahnung, 3, einfach mal 15 weitere Bauroboter. Läuft. Gut. Signale. Da müssen wir mal wieder ein paar nachproduzieren. So, aber erstmal Blick auf meinen schlauen Zettel, der mir sagt, dass der Bahnhof hier unten sein sollte. Sind wir noch drin mit dem vierten? 1, 2, 3, 4. Jo. Gut. Wie viele Eisendinger haben wir bereits? Eisenminen. Eisen 3 bist du dann also. Wunderbar. So. Dann benötige ich oben das Kettensignal. Und unten das Zugsignal. Läuft. Dann brauche ich hier ein Kettensignal und auf der anderen Seite ein Zugsignal. Und auf der anderen Seite genau andersrum. Würde man annehmen. Da der Verkehr hier noch am Laufen ist, würde ich mal sagen, dass das soweit funktionieren müsste. Habe ich genug Materialien? Nein, definitiv nicht. Na dann auf, wieder zurück in die Base. Materialien für eine weitere Lok holen. Also für 2 weitere Loks und einen weiteren Waggon. Rote Bänder natürlich. Dann läuft die Sache. Genau, beliefert mich. Die Motoren hole ich mir dann manuell ab. Habe ich nur noch 10 Stück. So. Das reicht. Locker. Gut. Fehlen nur noch meine roten Bänder. Weißt du was? Nee, Moment mal, wenn ich die anfordere, kommen die halt bei die andere Kiste geflogen. Gib mal diese ganzen gelben Bänder her. Die werden jetzt mal zu rot verwurschten. Warum ist da jetzt Holz drauf? Das ist auch wieder sowas, was wir nie herausfinden werden. Anscheinend funktioniert das mit dem automatischen Abfallen nicht. Oder ist das die Menge, die ich haben soll, oder? Ne, jetzt ist es auf jeden Fall weg. Nun gut. Was hatte ich vor? Ach ja, halt zur Bandproduktion, die ist weiter oben. Haben wir hier auch noch gelbe Bänder? Ein paar. Gut, die gelben Bänder schmeißen wir da natürlich bei der Rotproduktion mit rein. Damit ich mir die roten Bänder hier selber holen kann. Mhm. Kann ich hier noch was reinschmeißen? Und hier natürlich auch noch, damit hier weiter produziert wird. Aber hier sind ja die Limits, soweit es geht, erreicht. Moment, kann ich die manuell umbauen? Ja, aber dafür fehlt mir jede Menge Eisen, würde ich behaupten. Vor allem, weil es immer nur ein Fließband kostet zum Umbauen. Problematisch. Weißt du was? Weg damit.
Allzu viele gelbe brauche ich ja auch nicht. Ich glaube, zwei Stacks sollten da mehr als ausreichend sein. Gut, grüne Ärmchen habe ich noch. Und die anderen brauche ich nicht. Gut, dann geht's da wieder raus. Bitte hier rum. So, dann kommst du mal hier hin. Ja, die nächste Forschung ist durch und dann machen wir dich auch noch auf Maximum. Dann hätten wir das nämlich auch geschafft. Und du kommst da nicht ran. Du machst es halt eben so rum. Ist ja auch absolut legitim. Stahlkisten. 4 Stück. Hab ich natürlich ein paar mehr gebaut. Macht aber nichts. Wobei, wenn ich da 5 hinsetze, dann kräht ja auch kein Hahn danach. So. Nicht genug Komponenten, sagst du? Wunderbar. So. Ich würde mal sagen, wir leiten das hier irgendwie doppelt drauf. Und du kommst dann von hier aus. Gut. So, Strom. Damit füllen sich diese Kisten hier schon mal auf. Könnte aber auch schneller gehen. Geht's mit euch eventuell schneller? So, das Eisen kann hier rein. Dann machen wir den Zug hier noch fahrtüchtig. Ich habe keine Brennmaterialien, fällt mir gerade spontan auf. Also kein Sprit dabei. Hier ein Waggon. So. Dann fährst du mir hier von Eisen 3, Zeit vergangen, nach Eisenhauptbahnhof. Wunderbar. Was ist denn dein Problem? Die Hälfte nimmt nichts, die andere Hälfte kriegt nichts. Tu mal den automatischen Abfall hier deaktivieren. Gib mir ein bisschen Holz. So. Jetzt läuft's. Weil er im Bahnhof steht. Moment, Eisen 3 nach Eisenhauptbahnhof. Zeit vergangen. Und ich glaube, dann fahren wir mal schnell noch eine Runde mit. Du bist voll, genau, also Abfahrt. Gucken wir mal, ob das so hinhaut. Kann ich hier wieder was abbauen? Hoppala, fahr mal ein bisschen langsamer. Ich glaube, ja. Gut, du wartest jetzt hier. Fahr mal los. Dann nehmen wir hier deinen Posten ein. Sobald die Strecke hier irgendwann mal freigegeben wird. Gut.
Dann gucken wir mal, wie schnell du hier leer gemacht wirst. Jetzt sollten die ganzen Eisenzüge in einem deutlich schnelleren Intervall kommen, womit unsere Eisenprobleme erst einmal Geschichte sind. Ich hoffe, du verbrennst erstmal das ganze Holz. Sonst bekommen wir hier ein kleines Problem. Gut, du fährst jetzt hier hin, gibst dem hier Vorfahrt, fährst hier raus. Nee, du gibst noch dem Ölzug Vorfahrt. Finde ich auch in Ordnung. Kann man machen. So, und dann sollten wir uns mal langsam darum kümmern, hier Kupfer anzuschaffen. Und du kommst gleich an. Wunderbar. Und da bist du schon. Das war ein erfolgreicher Testlauf. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.